Hallo und herzlich willkommen bei Plötzlich Wissen ohne Anrede, deswegen müssen wir jetzt gerade Ja, den Moderator genau. ersetzen. Mit der wunderbaren Inga-Marie Ranke. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, hier, ich bin hier und du bist da. Das Hallo. ist nämlich Julia Stetzer und die ist auch ganz wunderbar. Und die sitzt vermutlich in Bremen, so wie ich das im Hintergrund sehen kann. Ja, Zusammen mit ich bin. Heike und Algen. Also Ja, und never. sind dann. Never alone. Ja, du kannst sie gerne holen. Ich überbrücke das. Ich habe vorhin gelernt, wie man Dinge überbrückt, indem man einfach weiterredet und sich einen Witz überlegt, den man vorbereitet hat, so wie ich es nicht tat. Aber da ist er jetzt schon, der Hai. Heute ist am Start. Gut. Und die Algen. Die Oh, die schauen gut aus. sehen ganz gut aus. Ja, hast du irgendwas gereinigt? Ich habe mal Wasser gewechselt und ihnen ein bisschen Dünger gegeben. Da sahen die echt nach 2 Tagen gleich wieder besser aus. Ja. Du kannst das einfach. Bist die beste Hai- und Algenmutti, die wir kennen. Sie hatten ja auch wieder Geburtstag im Juli. Ich habe es vergessen. 3 Jahre sind sie jetzt. Oh, bald sind sie erwachsen. Was ist das denn, Algen zu Menschenjahr? So, statt Hundejahr. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, was die für eine Regen. Halbwertszeit haben? Nein, Regenerationszeit? Ja, danke. Ja, Das war das gerne. Wort, das ich gesucht habe. Naja, dann berechnen wir ab demnächst alles in Algenjahren. Wir sind So, so wir und so sind hier viel gemütlich. Algen. Eigentlich, Ja. ja, das wird alles ganz schön alt dann. Alt, ja, in Algenjahren ist alles alt. Aber sehr, sehr luftig. Aber ich Sauerstoff. finde auf jeden Fall, ich finde gut, dass wir über Algen reden, weil wir kommen eigentlich schon direkt ins Thema. Also mal kurz zum Einordnen. Also erstmal, hallo Sad Wanderer und Rentier Joe. Schön, dass ihr Und da seid. Wir sind ja eine kleine Runde Funhunter. heute, weil wir auch sehr früh streamen heute. Weil ist alles so ein bisschen Chaos. Und André ist krank und deswegen hostet er uns netterweise heute. Aber ist nicht mit dabei, weil er kann nicht so gut sprechen. Ja. Aber das heißt, wir können andere sehen und hören, aber ihr nicht. Er winkt Ja. gerade schweigend. Ja, er sieht gut aus. Aber ja. Und jetzt gibt es Luftküsse. Das ist super. Also wir sind extra früh, damit endlich mal alle nicht spät ins Bett müssen und hinterher auch noch was machen können. So wie ich. Termine, Termine, Termine. Termine, Termine, Termine. Ja, ich bin ganz froh, dass ich heil wieder hier bin. Ich war nämlich in Portugal und da sind Waldbrände und das verarbeite ich momentan noch. Gott sei Dank im sicheren Bereich. Und André, Fun Hunter wünscht dir gute Besserung. Und die anderen wahrscheinlich auch alle mit in ihrem Herzen. ja. Die auch darauf warten, dass du wieder streamst. André, Ja. du musst nur nicken. Streamst du nächste Woche wieder oder mal gucken? André macht so Nichts. und André ist aber unter Plötzlich Wissen tippend dabei. Tippen geht. Ja. Also, falls ihr Plötzlich Wissen tippend seht, das sind nicht wir, das ist André. Der Mann an der Tastatur hinter uns, mit uns, neben uns, dabei. Ja, Algen. Schlagwort Algen. Schlagwort Algen, genau. Eine Story, die ich heute mitgebracht habe, Ja. weil die mich die letzten Tage ein bisschen beschäftigt hat. Andere, vielleicht kannst du mal das Paper aufmachen, das ich mitgebracht habe. Und zwar geht es um Isopoden in der Tiefsee. Und zwar wurde letzte Woche ein Paper veröffentlicht, wo sie Asseln gefunden haben, die Sargassum fressen. Sargassum ist ja diese Alge, mit der ich jetzt die letzten 2 Jahre oder 2,5 Jahre arbeite. Und das Besondere an der Alge ist, dass die an der Oberfläche schwimmt. Also die normalerweise, ne, wie Pflanzen oder ähnlich wie Pflanzen auch, wachsen Algen normalerweise in zumindest einem ihrer Lebensstadien irgendwo am Grund fest. Und diese speziellen Sargassum-Arten, also die heißen Sargassum natans und Sargassum fluitans, die sind ihre gesamte Lebensdauer einfach frei schwimmend an der Wasseroberfläche, und zwar in der Sargasso-See. Und die Sargasso-See ist, habe ich eine Karte irgendwo? Nein. Sorry. Im letzten Stream hatten wir das, glaube ich. Also Ja, wir ihr habt es wissen schon mal grob, wo genau. Das das ist ist. also, wenn wir den Atlantik haben, ich habe doch normalerweise immer hier irgendwo Karten. Kleinen Moment, ich habe eine Idee. Ich weiß, wo eine Karte ist.
Also bei der Karibik um die Ecke. Deswegen ist es, wenn Julia von ihren Forschungsreisen zurückkommt, meistens auch so, dass wir geile Bilder sehen, wo sie dann irgendwo auf Curaçao oder sowas. Ja, auf Curaçao weiß ich noch nicht. Naja, aber so schick irgendwie mit blauem So, Wasser. eine Karte. Aha, im eigenen Buch. Im eigenen Buch, ja, das ist mir gerade das Ja. Einzige eingefallen, wo eine Karte drin ist. Genau, der Atlantik. Und dann haben wir hier, ja, quasi Florida, Karibik. Dieser Bereich hier, das ist die Sargasso-See ungefähr. Das ist ein ziemlich großer Meeresbereich. Und da wächst, Ah. danke André, wächst diese Alge. Normalerweise. Mittlerweile hat dank wahrscheinlich Klimawandel und anderen Sachen, wir wissen nicht genau warum, hat die Alge sich geschafft, weiter auszubreiten, dass sie jetzt immer südlicher gewandert ist und da auch in die Karibik geschwemmt wird und dort eben auch sich jetzt in solchen Massen reproduziert, dass sie dann wirklich die Karibikstände, Strände total überschwemmt werden von diesen Algen. Habt ihr vielleicht vor allem letztes Jahr schon in den Nachrichten gesehen, da war das relativ groß irgendwie. Genau, auf jeden Fall. Diese Alge, also man kennt die schon sehr, sehr lange, aber sie wurde halt noch nicht so intensiv beforscht. Und jetzt in letzter Zeit, dadurch, dass sie sich eben so ausbreitet und so ein Problem ist, wird die deutlich mehr beforscht. Und was auch so ein bisschen besonders an der ist, ist, dass die nicht wirklich gefressen wird von was. Also wenn die an der Oberfläche schwimmt, die bilden einen ganz tollen Wald. Also das wird als Lebensraum genutzt von ganz, ganz vielen Tieren. Und da wächst auch ganz viel drauf, ne? Also quasi so Algen, aber auch irgendwie so kalzifizierende Tierchen, Moostierchen und sowas. Moostierchen, ja. Genau, aber irgendwie wird es nicht wirklich gefressen. Ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Bäume, ne? Also wenn Bäume groß sind, dann werden die ja auch nicht, dann werden vielleicht die Blätter gefressen, aber der Baum, die Rinde und so wird auch nicht gefressen. Erst. Und dann diese Algen schweben an der Wasseroberfläche, weil die haben so gasgefüllte Bläschen. Und damit treiben die an der Wasseroberfläche. Aber die können eben auch absinken, zum Beispiel, ja, wenn sie irgendwie absterben oder wenn es Stürme gibt und die unter Wasser gepresst werden, genau, dann irgendwann können die quasi nicht wieder hochkommen. Und dann sinken die in die Tiefsee. Und dass das so ist, hat man jetzt auch erst so in den letzten Jahren. Also hat man immer vermutet, aber dass da wirklich solche Vorkommen sind in der Tiefsee, hat man erst so in den letzten Jahren wirklich zeigen können und filmen können und so. Und wir haben uns das übrigens auf unserer Forschungsfahrt auch angeguckt. Und wir haben tatsächlich da auch viele Algen unten in der Tiefsee gefunden. Und diese Bilder oder Videos, die man vorher hatte, man hat da nie wirklich gesehen, dass da irgendwie Tiere sind, die das fressen. Und das ist eigentlich merkwürdig, weil die Tiefsee ist eigentlich lebt davon, hauptsächlich von dem, was von oben runterfällt. Tote Wale. Zum Beispiel, sehr schönes Beispiel auch, tote Wale. Genau. Also ja, es ist wirklich, Hauptsächlich. da habe ich, andere lacht. Es ist wirklich ein schönes Beispiel, weil gerade tote Wale oder auch große Fische oder sowas, die sinken halt sehr schnell. Und das Problem ist halt, dass diese Sachen, die runterfallen, die werden quasi im Fallen schon abgebaut. Ne? Und dieses, wenn das so kleine Bröckchen sind, dieser sogenannte Meeresschnee, der fällt dann teilweise sehr langsam und dann werden quasi diese Partikel werden schon abgebaut, wenn es da tagelang irgendwie runterfällt. Aber so ein Wal, der fällt halt wahrscheinlich innerhalb von einem Tag oder so, wenn er mal sinkt. Und Am Anfang schwimmt er noch oben, aber wenn er sinkt, dann geht das ziemlich schnell. Sargassum sinkt übrigens so in 2 Tagen. Also kommt auf die Tiefe an, aber so auf 5000 Meter, so 2 Tage ungefähr. Und da gibt es zum Beispiel auch bei Walen gibt es ja auch Tiere, die explizit quasi nur zum Schleimaale, Beispiel. Riesenaffeln. Ja, wir kommen zu was Ähnlichem noch. Genau, aber die nur auf Wale spezialisiert sind, zum Beispiel Ossedachs. Das sind Würmer, Ja, die nur das in sind die. Walknochen. Ja, sind das nicht auch Verwandte von den Schleimaalen? Nein? Das weiß ich Ich nicht. google das mal. Du kannst es googeln, das weiß ich nicht. Ich glaube ich eigentlich nicht, weil das ist ein Wurm. Und ein Schleimaal ist ja kein Wurm, sondern ein Fisch. Ja, stimmt. Nee, das ist ein Knochenfresser. Ja. Ja. Nee, vollkommen Also da richtig. gibt es genau, da gibt's ganz viele Tiere, die sind angepasst auf die Sachen, die runterfallen. Und ja, Sargassum gibt es ja auch schon sehr lange. Also es ist jetzt nichts, zumindest in der Sargassosee, nichts Neues.
Und das ist ja trotzdem auch Kohlenstoff, der runterfällt. Also warum zur Hölle sollte das niemand essen? Das ist ja totale Verschwendung. Theoretisch, ne? Aber Algen sind irgendwie auch schwer verdaulich und so. Auf jeden Fall haben jetzt Leute von Woods Hole mit dem U-Boot Alvin, das ist ein sehr bekanntes U-Boot, das wurde abgegradet vor 2 Jahren, das kann jetzt auf 6000 Meter Tiefe, also bemannt, da kann man sich reinsetzen, das ist nämlich special, gibt es nicht so viele, und auf 6000 Meter Tiefen können die jetzt. Und damit sind die rumgecruised. Kannst du zu dem Paper wieder gehen? Genau, ein bisschen runter. Stopp! Genau, weil da sieht man die Stellen. Genau, sind da so eben in der Sargasso-See am Puerto Rico Trench und den anderen Namen habe ich vergessen. Genau, da sind die auf jeden Fall rumgetaucht und haben da was gesehen. Und zwar diesen kleinen Kameraden, den man da rechts auf dem Bild sieht. Dieses Weiße, was ihr da seht. Mit grünem Ei. Mit einem grünen Stück Sargasso. Und und das ist alles special. Also zum einen das Special, weil er Sargassum hält, aber zum anderen ist auch das Tier special. Also sie haben das gefangen und bestimmt und das ist ein Isopod. Also ein Isopod ist, genau wie Inga gerade schon meinte, also ist quasi eine Assel. Also gibt es an Land und gibt es im Wasser. Und gerade in der Tiefsee gibt es viele Isopoden. Und genau, gehören zu den Krebstieren, also gehört quasi in die gleiche Klasse wie die Krebstiere, genau. Und das Tier hier heißt Batiopsurus nubellini und das wurde tatsächlich 1955 zum ersten Mal beschrieben. Aber da haben wohl ein paar Teile gefehlt, als sie das beschrieben haben. Der war wohl nicht ganz. Und zwar, ihr seht diese da rechts so ein bisschen wie so Scheiben oder sowas. Saugfüße? Ja, genau, was ihr da seht. Die Schuhe? Genau. Die haben wohl gefehlt bei den Erstbeschreibungen damals in den 50er Jahren. Aber auf jeden Fall sind die ganz besonders. Und zwar, André, kannst du auf das Video gehen, das ich dir den Link geschickt habe. Da sieht man das wunderbar. Genau, spiel das mal ab. Also das ist jetzt von Alvin auf 6.288 Meter. Und ihr seht jetzt schon da so ein weißer Punkt, der ein bisschen größer wird, so rechts im Bild. Mhm. Auf den bitte gucken. Achten Sie auf den weißen Punkt. Ja. Coole ist halt auch, wenn du mit so einem U-Boot unterwegs bist, dass wenn du was Interessantes siehst, dann kannst du da dann hinsteuern. Mit unserem Kamerasystem ging das nicht. Da mussten wir nur hoffen, bitte schwimm durch unser Bild. Wir konnten die Kamera nicht bewegen, die ist nur straight. Das sieht sehr süß aus. Und da... Ein Fluchtversuch. Schwimmt da. Scheiß U-Boot. Gelasert, ja. Wird man da auch noch. Ja, genau, die Laserpunkte, die sind dafür da, dass man Größen bestimmen kann. Mhm. Ja. Ihr seht, das schwimmt ganz merkwürdig. Also es nimmt diese Paddeln zum Schwimmen und es hat so ein bisschen, also mich erinnert das so an so Brustschwimmen. Mhm. Ja, und mich erinnert es an einen verzweifelten Fluchtversuch vor den Laserpunkten. genau, und das ist auch interessant. Also man sieht das auch, wenn man genau hinguckt, diese Scheiben, wenn er die quasi, ich sag mal, Schwung holt, dann klappt er die zusammen, dass er weniger Reibung hat und dann faltet er die wieder auf. Wow, genau, wie nah kann denn das da ran? Ich bin fasziniert, wie nah das da rangekommen ist, das U-Boot. Ja. Yeah. Nee, ich glaube, die haben gezoomt. Ah. Ich glaube, die sind da nicht näher dran. Genau, auf jeden Fall wurde das beides noch nie beobachtet. Also es wurde dieser Isopode, dass der Schwimmfüße hat, wusste man nicht. Und dass der so schwimmen kann, wusste man nicht. Und überhaupt ja, so ein komisches Schwimmen hat man noch nie wirklich gesehen. Genau, das ist derselbe oder nee, ist der andere. Und dass die Sargassum tragen, wusste man auch nicht. So, das haben die da alles zum ersten Mal beobachtet. Und sie haben tatsächlich 32 Mal
dieses Verhalten gesehen. Also es war jetzt nicht ein Einzelfall, sondern die haben das öfter gesehen. Der ist ungefähr so 3,5 Zentimeter groß, sodass sie das ein bisschen einschätzen können. Genau, die haben dann auch, ich glaube, so 4 oder 5 Exemplare von denen auch gecatcht. Also weil Elvin hat irgendwelche Greifzangen oder sowas, die können die dann auch fangen. Und haben sich die eben mal genau angeguckt. Zum Beispiel auch diese Schwimmpaddel. Die haben keine Augen, diese Isopoden. Und man sieht diese langen Antennen, ne? Und wahrscheinlich orientieren die sich damit und fühlen so den Boden ab, um Sargassum zu finden. Und genau, dann haben sie sich genauer angeschaut, so wie sind die aufgebaut, ne? Also fressen die Sargassum, was machen die damit? Warum tragen die das durch die Gegend? Genau, und die haben gesehen, dass an den Mundwerkzeugen, dass die quasi wie so kleine Sägen haben, um das irgendwie raspeln zu können. Und sie haben sich dann noch den Magen angeschaut. Also einmal haben sie quasi DNA, Metagenom sequenziert aus dem Magen, weil es ist so gerade bei so kleinen Tieren, kannst du halt sehen, dass was im Magen ist, aber du kannst halt nicht wirklich erkennen, was das ist. Ne? Also bei größeren Tieren geht das vielleicht, wenn du irgendwelche Knochen findest, aber bei so kleinen Tieren ist das ganz schwierig. Und deswegen haben was da drin war, quasi die Gene sequenziert und haben da auch ganz viele Sargassum-Gene gefunden. Und genau, also dementsprechend wurde Sargassum gefressen. Und sie haben auch im Darm Bakterien gefunden, die eben die Fähigkeit haben, gerade Alginate und diese Zucker, die Algen herstellen, die oft sehr, sehr schwer zu verdauen sind, genau, dass die verdauen können. Also dementsprechend gehen sie davon aus, dass das wirklich die Nahrung ist. Und was auch noch sehr interessant war, dass sie Bakterien gefunden haben, die Stickstofffixierer sind im Darm. Und es ist so, dass Sargassum, also sie haben quasi das Sargassum, das sie da gefunden haben, angeguckt und es war sehr kohlenstoffhaltig, aber sehr wenig stickstoffhaltig. Und deswegen gehen die davon aus, dass die quasi eine Symbiose mit diesen Stickstoffbakterien haben, also weil Stickstofffixierer sind, um an Stickstoff zu kommen, weil Sargassum eben so wenig Stickstoff hat. Genau, und also abgefahren, also weil quasi diese Symbiose auch so noch nie gesehen wurde, also gerade auch in der Tiefsee nicht. Und das mit dem Schwimmen, ihre Vermutung ist, dass die, also weil sie das eben auch immer wieder beobachtet, dass sie wirklich hochschwimmen mit diesen Sargassumstücken, vermuten sie, dass das zum Schutz ist, also vor Fressfeinden, die am Boden lauern. Dass die quasi dann hochschwimmen und das dann da irgendwie in Ruhe fressen. Aber eventuell kommt dieses Verhalten ja auch nur vor, wenn ein U-Boot-Laser auf sie zeigt. Ja, das ist so ein Verschnitt. Das zweite ist ein Foto, das kannst du nochmal zeigen. Sorry, das habe ich vergessen. Mm. Genau, da kann man nochmal, das ist ein schönes Foto, da sieht man das Braune, das ist eben so ein Sargassumstück. Und genau, und dann diese Flügel, das sind eben diese Schwimmbeine. Und vorne, was wir da sehen, ist der Kopf. Also die beißen quasi immer so mit ihren Mundzeugen, halten sie das vorne fest und dann schwimmen sie rückwärts nach oben oder so quer über den Boden. Also ich würde einfach sagen, bei denen ist halt dauerhaft Weihnachten, da fällt ja immer der Schnee runter und das ist dann Deko, die man ja, mitzuführen hat. Ja, oder das ist quasi ihr Mistelzweig und sie halten den hoch und hoffen, dass jemand vorbeikommt und sie dann einen Kuss kriegen. Ja, das ist auch möglich. Und dadurch machen sie ihre Oberfläche größer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen ohne Augen, ist einfach größer, wenn man sowas auch mit sich trägt. So zusammenprallmäßig und sich verhakt vielleicht sogar. Wir sind was ganz Großem auf der Spur. Ganz groß. Weihnachten in der Tiefsee. Ich lese gerade, Hobbit der Groß hat gefragt, oder ist er einfach riesig? Nee, es ist wohl nur so 35 mm groß. Nicht riesig. Brauchen wir nochmal das Paper? Ich glaube nicht. Wir können da nochmal durchscrollen, aber ich glaube, da war eigentlich nichts mehr. Das ist auch nur ein ganz kurzes Paper. Mm. Ich glaub, das so. Ah ja, eine schöne Zeichnung noch. Ah ja, doch, unten hast du so ein 3D-Ding. Mhm. Ja, also ich finde das Foto schöner, muss ich sagen. Es ist fotogener, als wenn man... Ist das das Gesicht? Ja, es hat so einen Unterbiss. Leichten
Zahnspangen gibt es wohl nicht in der Tiefsee. Sieht eine Flunsch, wie man im Norddeutsch sagt. Norddeutschland. Ja, schön. Auch sehr schön. Geil. Danke. Genau, es ist tatsächlich Open Access. Cool. Aber es ist auch... Also hier, mit Cayman Trench war das andere. Ah, genau. Ja, das ist viel Text sonst. Ja, dann... Kurzer Einblick in die neuesten Entdeckungen aus der Tiefsee. Was mit Sargassum auch passieren kann. Ja, es ist sehr interessant. Also für unsere Forschung sind das sehr interessante News. Ja, oh, und ich muss das jetzt gerade machen, weil sonst vergesse ich das wieder. Und ich habe mir einen dicken geschrieben, weil ich nächste Woche auch streame mit Arte. Mit Sex? War das mit Sex? Es geht jetzt um Hip-Hop. Frauen im Hip-Hop. Ist das so ähnlich? Was so ähnlich, ja. Ich glaube, es wird interessant. Ja, wird bestimmt gut. Ja. Ist Lady Bitray dabei? Nee. Es war eine Rapperin dabei, aber die hat jetzt gerade abgesagt, leider. Aber wir haben ganz gute Leute dabei. Ich glaube, ich pack mal kurz den Link hier ran. Ich glaube, das wird spannend. Nächsten Dienstag, 21 Uhr. Cool. So. Ja, da schalten wir natürlich alle ein und treiben die Quote hoch. Müssen ja einfach nur ein paar KI-Bots noch drauf ansetzen und schon seid ihr super viel gesehen. Ja, mach mal. Keine Ahnung, wie das geht. Da gibt es bestimmt bessere Leute hier im Chat, die das können, aber so ein Multiplikatoreffekt über Fake-Accounts, das geht doch immer irgendwie, wenn man es kann. Ja, Du bist auch was? In der Tiefsee unterwegs, oder? Ja, jein. Also Fundorte von den Tieren, um die es geht, sind eigentlich nicht in der Tiefsee, bis jetzt seltenst. Julia hat sich nämlich was gewünscht.